stellvertretende Bundesvorsitzende der Republikaner, 36 Jahre. Franz Schönhuber, Bundesvorsitzender und Europaabgeordneter der Republikaner, 67 Jahre. Ich bin Republikanerin, weil ich als Mutter die Bedrohung sehe, der unsere Kinder durch Rauschgift ausgesetzt sind. Inzwischen ist es so weit, dass vor unseren Schulhöfen teilweise unbehelligt Rauschgifthändler harte Drogen an unsere Kinder verkaufen. Dealer sind für uns Republikaner Mörder auf Raten und gehören lebenslänglich hinter Gitter. Ich bin für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, bin für Chancengleichheit im Berufsleben, für eine stärkere soziale Absicherung der Mutter und Ehefrauen. Ich bin dafür, dass zwischen den Generationen, zwischen alt und jung, wieder mehr Solidarität herrscht, dass unsere Mütter und Väter nicht einfach in sterile Altersheime abgeschoben werden, nur weil sie unsere Bequemlichkeit stören. Deutsche Steuergelder müssen den Armen und Schwachen in unserem Lande zugutekommen. Humanität, das ist der Leitfaden, der sich durch unser ganzes Programm zieht. Der von Unmenschlichkeit geprägte Kommunismus, Bolschewismus ist auf die Müllhalde der Geschichte geworfen worden. Aber der Untergang des Kommunismus darf nicht als Sieg des Kapitalismus interpretiert werden. Wir, meine Damen und Herren, suchen einen dritten Weg. Dies kann nicht der American Way of Life sein, in dem Reichtum etwas Gottgesegnetes ist und Armut eine Strafe Gottes. In dem Güte und Menschlichkeit verdrängt werden durch die Kraft der Ellenbogen. Wir, meine Damen und Herren, die Republikaner, sind keine Moralphilister, aber wir denken vor allem an unsere Kinder. Wir sind der Auffassung, dass es nicht nur eine Umweltverschmutzung in der Natur gibt, sondern dass es auch eine Verschmutzung des Geistes gibt. Und wir sehen, dass sich Dekadenz immer mehr breit macht und Rechtsunsicherheit. Wirken wir dem entgegen, dabei können Sie uns helfen, mit Ihrer Stimme, vor allem aber mit Ihrer Zweitstimme. Zur Bundestagswahl 1990 sahen Sie einen Wahlwerbespot der Republikaner, REP. Für den Inhalt der Wahlwerbespots sind die Parteien verantwortlich.